Ey, der Touchscreen ist kaputt. Oder muss ich das erst aufladen? Ey, die haben vergessen, mir ein Kabel mitzuschicken. Muss ich erst mal eins holen. Meine super bibliophilen Fähigkeiten haben mich zum Mandy gerufen. Ich habe einfach geahnt, dass es in diesem Haushalt Probleme gibt. Und eigentlich ist meine Rolle gerade am Anfang erstmal die einer observierenden Person. Ich muss erstmal sehen, wo diese Probleme liegen. Ja. Aber wie es aussieht, wird es an der Zeit, dass ich jetzt eingreife. Mandy, ein Buch braucht keinen Strom, du musst es nicht erst aufladen. Das ist der Vorteil des gedruckten Wortes. Ey, ja wie jetzt? Und wie komme ich dann an das, was da drinne ist? Nein, nein, pass auf. Also, gib mal her. Das ist das Buch. Und das ist ein Cover. Da klickt man nicht drauf. Man schlägt das Buch auf, ungefähr so. Und dann kann man es lesen. Ey, lesen? Man muss das ganze Ding lesen. Genau, stell es dir einfach wie einen sehr langen Facebook-Eintrag vor. Die liest du doch auch, oder nicht? Was? Wer schreibt denn so lange FB-Posts? Das ist doch voll schwachsinnig. Ey, da rufe ich mal eben durch und dann frage ich, was gerade abgeht. Okay, du musst das so sehen. Ein Buch zu lesen ist viel, viel spannender als ein Facebook-Eintrag. Denn es ist interessanter, es erzählt viel mehr. Da gibt es eine richtige Geschichte, die dir erzählt wird, die dich mitnimmt, die dich berührt, die einfach wunderschön geschrieben sein kann oder blutrünstig oder faszinierend oder sonst irgendwie spannend. Es ist viel toller als ein einfacher Facebook-Eintrag. Mann, das ist voll anstrengend. Nein, es ist gar nicht anstrengend, glaub mir. Und weißt du was? Genau das wird deine Wochenaufgabe. Bis zum nächsten Mal liest du mindestens die Hälfte des Buches. Oh nee, ne? Okay, Mandy, jetzt reicht es aber. Noch ein Wort und ich schicke dich auf die stille Lesetreppe. Fuck. Wird Mandy tatsächlich ein halbes Buch lesen? Und was hat die Superbibliophile noch geplant? Schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, um zu sehen, wie Mandys Wohnung umgeräumt wird. Bis zum nächsten Mal. Bei Die Superbibliophile.